Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Finance TV mit der ersten Ausgabe von Tutex zur Sache im neuen Jahr. Die großen Highlights der ersten Woche, das Dreikönigstreffen der FDP und die erneute Verschiebung der Airport-Eröffnung in Berlin. Klaus Wowereit und Philipp Rösler, so sehen Sieger aus. Für die beiden fängt das neue Jahr ja genauso an, wie das alte aufgehört hat. Nur in einem unterscheiden sie sich. Wowi ist erstmal ganz lässig vor Weihnachten in Urlaub gefahren, nachdem er von den neuen Problemen am Airport erfahren hat. Philipp Rösler hat sich seinen Urlaub dann erst während der Parteitagsrede genommen. Der Private Equity finanzierte Autozulieferer Neumeier Tecfo hat bekanntlich keine guten Zeit. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren mehr Covenants gebrochen als Lothar Matthäus Herzen osteuropäischer Teenies. Und jetzt hat die Firma noch einen draufgesetzt. In der italienischen Fabrik haben sie die Raumtemperatur von 18 auf 16 Grad gesenkt, um Heizkosten zu sparen. Und erstaunlicherweise, obwohl sie es damals bis in die Bild-Zeitung geschafft haben, fallen weder die italienischen Gewerkschaften noch die italienische Presse über das Unternehmen her. Offenbar sind die Italiener durch die Wirtschaftskrise schon ganz schön weich gekocht. An Neumeier Tecfo kann das ja nicht gelegen haben. Es war auch kein guter Jahresstart für die chinesische Schnapsbrennerei Kuaishou. Der neue starke Mann in Peking will hart gegen die Sauferei in der Armee vorgehen. Und ausgerechnet Offiziere und Beamte sind die wichtigste Kundengruppe dieser Schnapsbrennerei. Die Aktie brach ein, über 1 Milliarde Euro Börsenwert verdunsteten fast so schnell wie der Alkoholvorrat bei einem chinesischen Großmanöver. Und raten Sie, wer der Hauptaktionär dieses Unternehmens ist? Das chinesische Militär. Dümmer kann das Jahr nicht beginnen. Blöd ging das Jahr auch für die NRW-Bank los. Die Bank betreibt im großen Stil bundesweit Spielcasinos und hat damit im vorletzten Jahr 10 Millionen Euro Verlust eingefahren. Jetzt setzt es harsche Kritik von der Opposition im Düsseldorfer Landtag. Ein Banksprecher rechtfertigt sich, indem er sagt, wir haben den öffentlichen Auftrag, eine staatlich kontrollierte Möglichkeit zum Spielen anzubieten. Die gibt's doch schon, die NRW-Bank. Wir kommen zum Thema soziale Gerechtigkeit. Peer Steinbrück verspricht für den Fall seiner Wahl die sofortige Einführung eines Mindestlohns von 8,50 Euro. Warum so mickrig, Herr Steinbrück? Da verdient ja sogar die Kanzlerin mehr. Ungerecht ist natürlich auch das, was Gérard Depardieu gerade widerfährt. Frankreich ist kein zivilisiertes Land mehr, sondern eine Räuberhöhle, klagte Depardieu und wandert aus. Und wohin? Ausgerechnet nach Russland. Aber ob Gérard Depardieu das hier schon alles weiß? Auf 100 Frauen kommen in Russland nur 86 Männer, in Frankreich sind es 95. Dafür sitzen von 1000 Russen 5 im Knast, bei den Franzosen nur einer. Die Selbstmordrate ist in Russland doppelt so hoch wie in Frankreich. Russland hat 20-mal so viele Kampfpanzer und 30-mal mehr Atomsprengköpfe als Frankreich. Über 10 Millionen Tote hat Stalins Terror in Russland verursacht. Robespierre schaffte nach der Französischen Revolution gerade mal 40.000. Und das Allerschlimmste für den Weinliebhaber Depardieu: Frankreich hat eine Rebfläche von 920.000 Hektar, Russland weniger als 70.000. Na dann, na zdrowie, willkommen in der Zivilisation. Kommen wir zu den ersten Gewinnern und Verlierern im neuen Jahr. Unser Gewinner, das ist der international erfahrene Megapleitier Jürgen Schneider. Der Ex-Baulöwe ist wieder zurück im Geschäft. Er berät 10 junge Unternehmer in Bau- und Finanzierungsfragen. Sein USP absolut unschlagbar. Mir macht keiner was vor, wirbt Schneider für sich. Wer wie ich schon einmal über 5 Milliarden Mark von den Banken kassiert hat, der weiß, wie das mit den Banken läuft. Größter Kreditgeber der jungen Unternehmer, die Deutsche Bank. Unser erster Verlierer, das ist Microsoft. Diebe sind in ein Forschungslabor von Microsoft eingebrochen. Und was haben sie geklaut? Die iPads. Von den hauseigenen Produkten sei nichts entwendet worden, heißt es im Polizeibericht. Unser erstes Bild der Woche, Big in Japan. Ein 222 Kilo schwerer Thunfisch ist in Japan für die Rekordsumme von 1,3 Millionen Euro versteigert worden. Wahnsinn, seit Fukushima werden diese Viecher auch immer größer. In diesem Sinne, machen Sie sich ein nettes Wochenende, vielleicht mit einem schönen Sushi, ist ja genug für alle da. Bis nächste Woche, ciao.